Discounter. Die Preise fallen. Doch wie gut ist die Qualität? Was ist besser, Marke oder Billigprodukt? Diesen und weiteren Fragen wollen wir auf den Grund gehen. Hallo, ich befinde mich gerade auf dem Schwenninger Marktplatz und wie es scheint, ist hier gerade eine Menge los. Jedoch, wieso kaufen gerade so viele Leute hier am Markt ein, wenn direkt um die Ecke ein Lidl oder ein Aldi ist? Diese Frage gehen wir schnellstmöglich auf den Grund. Ja, da ich auf dem Markt arbeite, kaufe ich viel auch auf dem Markt ein. Markt? Im Markt. Warum genau? Ja, da ist einfach die Qualität, denke ich, besser. Ich kaufe selten im Discounter ein. Was ist denn so? Ja, erstens mal, weil ich auf dem Markt einkaufe, frisch und ja. Weil es regionale Produkte überwiegend sind und ich weiß, was herkommt und frische Produkte sind. Das ist mir wichtig. Ja, ich denke, da habe ich einfach frische Lebensmittel, da habe ich Lebensmittel aus der Region. Und ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man bei den Direktvermarktern einkauft. Ich arbeite selber in der Branche, darum weiß ich auch, wie es gehandelt wird oder wie es einfach sein sollte. Und es ist meistens auf dem Markt, sind aber meistens nicht so gespritzte Produkte wie jetzt im Supermarkt oder so. Und was mich halt auch stört, im Supermarkt wird alles angelangt und der Nächste muss es essen und auf dem Markt ist halt die Verkäuferin da. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja immer noch sagen, aber das ist einfach für mich frischer und appetitlicher. Beim Metzger. Einfach beim Metzger. Einzelhandel. Einzelhandel, Metzger. Metzger. Auch, habe ich auch. Ein Metzger meines Vertrauens. Da weiß ich, wo die Tiere stehen, wie die gefüttert werden und wie er schlachtet vor allem auch. Und es ist zwar nur ein eingeschränktes Sortiment, sage ich einfach mal. Aber wenn ich da eine Pute oder sonst alles, hole ich es auf den Markt. Und ich wieder ganz ehrlich, komme ich wieder auf den Markt zurück. Weil ich einfach lieber weniger, aber dafür Qualität und was Gutes. Also ich stelle natürlich fest, zum einen habe ich einen Geschmacksunterschied, ob ich jetzt beim Metzger, bei meinem Stammmetzger an der Ecke kaufe oder ob ich jetzt irgendwie abgepackte Wurst kaufe, die 3, 4, 5 Wochen haltbar ist. Oh, weil ich da weiß, wo das Fleisch herkommt. Ich suche mir den dann aus, wo ich das wirklich auch weiß. Also wenn ich oft in den Supermarkt reinrenne, habe nur ein begrenztes Zeitbudget, dann gucke ich nicht so drauf. Wohingegen, wenn ich Zeit habe, dann lande ich dann doch eher beim Qualitätsmetzger oder beim Qualitätsbäcker, wo ich genau weiß, die Tiere, die werden jetzt irgendwie im Schwarzwald aufgezogen und das ist das Rind von dem Bauer XY.